Willkommen zur zweiten Folge von Plants vs. Zombies. Weiter geht's. Oh. Hallo Nachbar. Ich bin Deppy Dave. Aber nenn mich ruhig Deppy Dave. Hör mal, ich habe eine Überraschung für dich. Aber zuerst musst du deinen Rasen aufräumen. Benutz die Schaufel und grab die Pflanzen da aus. Möge das Buddeln beginnen. Ein etwas merkwürdiger Nachbar. Man kann es auch so machen. Und weg. So, Delle, jetzt kommt die Überraschung. Wir gehen bowlen. Hier, nimm die Walnuss. Warum ich dir eine Walnuss gebe? Okay, weil ich deppert bin. Und jetzt los, bowle wie der Teufel. Okay, so eine Art Fließband. Und jetzt müssen wir Zombies abhalten. Pack das mal hier hin. So. Oh, ein Double Kill. Was ist das? Ich glaube, die explodieren. Können wir ja mal testen. Ja. Die explodieren. Wie auch immer diese Sounds vom Bowling kommen. Ich brauche normale Hilfe. Ja, ich muss mich schon ziemlich konzentrieren. Und kommt der Letzte. Und Feuer. Okay, sieht aus wie eine Mine. Die Kartoffelmine explodiert bei Kontakt, das Scharfmachen dauert jedoch etwas. Ja, die Kartoffelmine haben wir freigeschaltet. Und jetzt gibt es so eine Art Sportzombie oder so, den da. Und wir bekommen dafür so eine blaue Erbsenkanone. Dann setzen wir mal die Kartoffelmine. Mal schauen, was die macht. Also bisher. Ah, das hier.
Ja, okay, warten wir halt noch etwas. So. Bumm. Wir haben einen Erfolg bekommen. Komm, krabb dich aus. Beeil dich. Ja, geschafft. Bumm. Oh, da kommt dieser Sportzombie. Und er hat einen Stab. Mal gucken, was er macht. Explodier. Was? Der ist da drüber gesprungen. Stirb. Stirb. So stirbt er nicht. Ah, endlich. Nein, der knabbert die Walnuss an. Leute, ich glaube, beim nächsten Mal mache ich hier die Kartoffeln hin und hier dann die Walnüsse. Letzte Welle. Und da ist wieder so ein Sportzombie. Bumm. Stirb. Ah, da ist sie ja. Wir haben es geschafft. Die Hagelzuckererbse. Okay. Verschießt gefrorene Erbsen, die den Feind schädigen und aufhalten. Cool. Okay. Ist das so eine Art zombiefressende Pflanze, was als nächstes kommt? Wir werden sehen. Dahin, oder? Hagelzuckererbsen, Erbsenkanone, ja, hierhin. Bumm.
dahin. So, Hagelzuckererbse zum Angriff. Okay, der verlangsamt die ganz schön. Stirb, nicht da drauf treten. Oh, Glück. Ist noch gestorben. Puh. Oh, jetzt brauche ich noch eine. Kommt schon, Sonnenblumen. So, Verlangsamung. Die machen doppelten Schaden und der läuft nur noch halb so schnell. Ist doch cool. Eine riesige Zombie-Welle nähert sich. Oh, es sind zwei. Cool. Mal ein bisschen mehr. Die letzte Hagelzuckererbse. Warum heißt die eigentlich so? Das werden wir wohl nie erfahren. Noch so ein Sportzombie. Nee, warte mal, wie heißen die? Stabhochspringer. Ja, boing. Einfach so, da eine Kartoffelmine hingemacht. Down. Gleich drei auf einmal kaputt gemacht. Boing, boing. Oh nein, der wird hier reinstampfen. Oh oh. Oder? Ah doch, er schafft's. Bumm. Direkt in die Luft gegangen. Alter, guckt euch mal hier oben an, wie viele Sonnen ich einfach hab. 425. So. Ach, es geht noch weiter. Die letzte Welle kommt noch gar nicht. Das ist aber schade.
Eine riesige Zombie-Welle nähert sich. Letzte Welle. Wir machen euch alle. Oh. Okay, ja, mein Akkustand ist bei 15%. Egal, weiter geht's. Boing. Wir haben einfach 725 Sonnen. Das ist echt brutal. Oh nein, hier ist was in die Luft gegangen. Nein. Und der knabbert die an. Weg, 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 weg. Ah, oh Mist. Ja, okay. Egal. Schnapper. Verschlingt einen Zombie, ist aber während des Kauens hilflos. Oh, Level 8. Aber, Leute, ich fürchte, das wird nichts mehr, denn die Folge ist vorbei. Also, wenn ihr diesen Zombie mit einem blutigen Helm und diese komische Erbsenkanone sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Bis zur nächsten Folge und tschüss.